Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es gibt zwar viele Gewässer und Flüsse auf der Welt, in denen man einfach schwimmen kann, aber es gibt auch einige, in denen man das besser nicht tun sollte. In manchen Fällen ist es sogar verboten. Heute zeigen wir dir 10 Orte, an denen du niemals schwimmen solltest, aber Menschen, die es trotzdem getan haben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Bevor wir mit dem Video beginnen, abonniere bitte auch unseren neuen Kanal. Hier laden wir jede Woche 3 Videos zu allen möglichen spannenden Themen hoch. Gib faszinierend in die YouTube-Suchleiste ein oder klicke einfach auf den Link in der Beschreibung, um zum Kanal zu gelangen. Wir sehen uns dort! Nummer 10. Shark Alley ist eine kleine Wasserpassage zwischen Dyer Island und Geyser Rock in ganz Bay, Südafrika. Wie der Name schon sagt, ist dies ein Ort, an dem es Haie gibt. Dyer Island hat eine der höchsten Haipopulationen der Welt. Und ganz Bay, das jedes Jahr Tausende von Touristen anzieht, ist als Hauptstadt der weißen Haie bekannt. Diese Art von Tourismus kommt der Gemeinde zugute. Er stellt jedoch auch eine Bedrohung für einige Einheimische dar, insbesondere für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt mit Tauchen verdienen. Menschen wie Sivoyile Xelela haben keine andere Wahl, denn er muss seine Familie ernähren. Er tut dies, indem er Seeohren jagt. Leider wurde er bei einem seiner Tauchgänge von einem Hai angegriffen. In den letzten Jahren haben Haie mindestens 4 Tauchern das Leben gekostet, die bei der Arbeit waren. Die Taucher sind sich bei der Bedrohung durchaus bewusst, aber sie hatten keine andere Wahl, denn sie müssen auch Geld verdienen. Nummer 9. Der Bolton Strait ist nichts weiter als ein kleiner Fluss von etwa 2 Metern Breite. Das Wasser sieht vielleicht ruhig aus, aber unter diesem Strom verbirgt sich etwas Gefährliches. Sogar so gefährlich, dass es noch niemand überlebt hat. Der Fluss befindet sich zwischen Barden Tower und Bolton Abbey in Yorkshire, England. Der Bolton Strait ist nur knietief und das ist auch der Grund, warum einige Touristen vor den Felsen ins Wasser gesprungen sind. Er ist zwar nicht tief, aber überall in der Gegend gibt es Schilder, die darauf hinweisen, dass man niemals ins Wasser gehen sollte. Das liegt daran, dass es in einem Tunnelnetz starke Strömungen gibt. Wenn ihr ausrutscht und ins Wasser fallt, werdet ihr sofort in die Unterwasserhöhlen gesaugt. Wie ich schon sagte, hat jeder, der unwissentlich in den Fluss gesprungen ist, es nicht lebend herausgeschafft. Nummer 8. Der zweitlängste Fluss auf Hawaii ist der Wailuku River. Er fließt durch einen Wasserfall, der als Boiling Points bekannt ist. Er wird nicht so genannt, weil das Wasser heiß ist, sondern weil der Fluss bei starkem Regen ansteigt und es so aussieht, als würde das Wasser kochen. Der Wasserstand an den Boiling Points ist unberechenbar. Es kann zu Überschwemmungen kommen, in die man auf keinen Fall geraten möchte, weil man auch hier hinuntergesaugt werden kann. Unter dem Wasser befinden sich nämlich Höhlen und Lavaröhren, die vom Vulkan Mauna Loa geschaffen wurden. Im Jahr 2015 wurde eine Frau von diesen Stromschnellen mitgerissen. Das Gebiet ist zwar verboten, aber die Frau beschloss trotzdem mit ihrer Freundin schwimmen zu gehen. Ihr Freund überlebte glücklicherweise, die Frau jedoch nicht. Wegen der anhaltenden starken Überschwemmungen brauchten die Retter mehrere Tage, um sie zu finden. Nummer 7. Mit rund 84 Quadratkilometern ist der Lake Berryessa der größte See im US-Bundesstaat Kalifornien. Er ist ein beliebter Ort zum Entspannen für Freunde und Familien in der Region. Es gibt viele Möglichkeiten, den See zu erkunden, darunter Angeln, Kajakfahren, Wildtierbeobachtungen und sogar Jetski fahren. Es gibt nur eine Sache, die ihr besser nicht tun solltet, nämlich am Monticello-Damm schwimmen. Hier gibt es ein Glory Hole, wo überschüssiges Wasser abgelassen wird. Unnötig zu sagen, dass niemand in die Nähe dieses 22 Meter breiten Lochs gehen möchte. Leider gab es einmal eine Person, die hier schwimmen wollte und im Glory Hole landete. Obwohl Zeugen sie aufforderten, aus dem Wasser zu steigen, hörte die Frau nicht auf sie. Nummer 6. Der Viktoriasee, einer der großen Seen in Afrika, hat viele Rekorde aufgestellt. Darunter den des flächenmäßig größten Sees in Afrika und den des zweitgrößten Süßwassersees der Welt. Leider hat dieser See auch die höchste Ertrinkungsrate der Welt. Schätzungen zufolge ertrinken jedes Jahr mehr als 5000 Menschen in seinen Gewässern. Der Viktoriasee wird auch oft als das gefährlichste Gewässer der Welt bezeichnet. Das liegt daran, dass das Wasser bei schlechtem Wetter sehr unruhig werden kann. Die meisten Menschen, die hier ertrunken sind, waren Fischer, die nicht schwimmen konnten, aber trotzdem Geld verdienen mussten. Hinzu kommt, dass es unter ihnen auch einen großen Mangel an Rettungsmitteln wie Schwimmwesten gibt. Nummer 5. Norwegen hat eine Höhle namens Plura Grotta, die als die tiefste Höhle Nordeuropas bekannt ist. Auch diese Höhle ist mit Wasser gefüllt
und so tief, dass sie viele Taucher aus der ganzen Welt anzieht. Es wird jedoch nicht empfohlen, hier zu tauchen, aber die Warnungen halten einige Leute nicht davon ab. Das Höhlensystem von Plura Grotta hat enge Gänge, in denen man sich leicht verirren kann. Im Jahr 1988 hat ein Taucher, der die Höhle erforschte, eine Unterkühlung erlitten und kaum den Weg zurückgefunden. Aber es gab auch schon Taucher, die in die Höhle eindrangen und nicht mehr herauskamen. Die berühmteste Geschichte ist die von 5 finnischen Tauchern. Sie erforschten die Höhlen im Jahr 2014 und 2 von ihnen überlebten nicht. Die anderen mussten wegen der Dekompressionskrankheit tagelang im Krankenhaus bleiben. Seitdem besteht in Plura Grotta ein Tauchverbot. Nummer 4. Der French Pass ist ein Seeweg, der das Festland von der Insel D'Urville trennt. Er befindet sich in Neuseeland und ist ein wunderschöner Anblick. Wenn ihr auf der Suche nach einem Ort des Rückzugs oder der Entspannung seid, ist diese abgelegene Gegend eine der besten Möglichkeiten. Achtet nur darauf, dass ihr ihn auch nur aus der Ferne betrachtet und niemals im Wasser schwimmen geht. Denn das Wasser des French Pass ist tückisch. Es mag zwar ruhig aussehen, aber es birgt viele Tücken. Eine davon ist eine schnelle Gezeitenströmung von 4 Metern pro Sekunde. Es heißt, dass die Strömung so stark ist, dass nicht einmal ein Fisch darin schwimmen kann. Wenn eine starke Strömung auf eine andere starke Strömung trifft, kann sich auch ein Wirbel bilden. Im Jahr 2000 geriet eine Gruppe von Tauchern in einen solchen Strudel, der sie in ein 68 Meter tiefes Loch namens Jakobsloch zog. Nummer 3. Die kroatische Unterwasserhöhle Poganica hat schon viele Höhlentaucher angezogen. Sie hat einen ungewöhnlichen trichterförmigen Eingang, der sich allmählich verbreitert. Im Inneren der Höhle befinden sich 2 Galerien, eine flache und eine tiefe. Im Inneren herrschen extreme Bedingungen. In der Höhle gibt es einen schlammigen Boden oder Schlamm, der die Sicht drastisch einschränken oder sogar innerhalb weniger Sekunden vollständig blockieren kann. Außerdem kann die Temperatur am Boden der Höhle bis zu 14 Grad Celsius betragen. Im Jahr 2002 erforschte ein tschechischer Taucher die Höhle im Alleingang. Er kehrte nicht mehr zurück, sodass ein Such- und Rettungsteam gerufen wurde. Sie fanden eine Leiche tief in der Höhle und es stellte sich heraus, dass er es war und er sich im Höhlensystem verirrt hatte. Tatsächlich ist diese Unterwasserhöhle so gefährlich, dass auch einer der Rettungstaucher nicht überlebte. Nummer 2. Die Sommer in Wimberley, Texas, USA sind so heiß, dass viele Einheimische die besten Orte aufsuchen, um die Hitze zu vertreiben. Einer von ihnen ist Jacob's Well. Jacob's Well ist ein Schwimmloch in Hays County, das eine schmale Öffnung hat, die sehr tief geht. Die meisten Menschen entscheiden sich, nicht tiefer als 9 Meter zu tauchen. Aber es gibt auch diejenigen, die sich mehr trauen und die Höhle weiter erkunden. Man könnte sie auch als eine Art Labyrinth bezeichnen, denn es gibt viele Tunnel und Räume, von denen einige bis zu 1400 Meter lang sind und der tiefste Punkt der Höhle liegt bei 43 Metern. Es wird geschätzt, dass dort 9 Menschen starben, die den Weg zurück nicht mehr fanden. Jacob's Well gilt auch als einer der gefährlichsten Tauchplätze der Welt. Nummer 1. Das Great Blue Hole sieht von oben wunderschön aus. Aber dieser Ort in der Nähe von Ambergris Cave, der größten Insel von Belize, ist auch gefährlich. Das Loch hat einen Durchmesser von 300 Metern und im Jahr 1971 gelang es dem berühmten Forscher Jacques Cousteau, den Grund in 125 Metern Tiefe zu erreichen. Es ist ein beliebter Ort für Taucher, was vor allem an dem kristallklaren Wasser liegt. Allerdings können die starken Strömungen sehr gefährlich sein und es schwimmen dort auch mehrere Haie, darunter der unberechenbare Bullenhai. Im Jahr 2018 beschloss ein Forscherteam, mit einem U-Boot auf den Grund zu gehen. Was sie dort entdeckten, war eine dunkle Leere. Das liegt daran, dass es in dieser Tiefe keinen Sauerstoff gibt und die einzigen Meeresbewohner, die sie fanden, Muscheln und Einsiedlerkrebse waren, die ums Überleben kämpften. Leider fanden sie auch 3 Taucher, die es nicht zurück an die Oberfläche geschafft hatten. Was ist der beste Ort, an dem du je geschwommen bist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr meinen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.